Das ist Oz, ich bin Peng. Und das sind die Was geht ab Shorts. Nachdem letzte Woche in einem TV-Bericht über die Hygienemängel bei Burger King berichtet wurde, greift die Fastfood-Kette jetzt hart durch und drängt den Chef des größten Franchise-Nehmers zum Rücktritt. Was war passiert? In der Fernsehsendung Team Wallraff schleusten sich Undercover-Reporter als Mitarbeiter in verschiedene Burger King-Filialen ein. Sie deckten auf, dass einige Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden. Zum Beispiel lagen rohe Zutaten mehr als 8 Stunden lang ungekühlt in der Küche. Lebensmittel dürfen allerdings keinesfalls so gelagert werden, da sich auf ihnen krankmachende Keime ansiedeln können. Nicht nur die Hygienemängel wurden angeprangert, in den Filialen sollen auch schlechte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geherrscht haben. Die in der Reportage untersuchten Burger King-Filialen gehören alle zum größten deutschen Franchise-Nehmer Yeeco Holding. In Deutschland gibt es rund 700 Restaurants, die fast alle von unabhängigen Firmen im Franchise-System betrieben werden. Das bedeutet, dass Burger King die Marke und Produkte zur Verfügung stellt, der Franchise-Nehmer betreibt die einzelnen Filialen und zahlt dafür wiederum Abgaben an Burger King. Die Firma Yeeco Holding betreibt seit Mai 2013 über 90 Burger King-Filialen, mehr als alle anderen Franchise-Nehmer in Deutschland. Yeeco verfolgte ein strenges Sparprogramm, weshalb in den letzten Monaten bereits viele Regionalzeitungen über die Missstände berichteten. Der Chef Ergün Yedüst ist nun zurückgetreten. Nach dem Bekanntwerden des Skandals kontrollieren seit Freitag Spezialisten von Burger King die Lebensmittelsicherheit und Arbeitsabläufe in den Filialen von Yeeco Holding. Die Fastfood-Kette soll nach den Kontrollen 6 Restaurants vorübergehend geschlossen haben. Inzwischen benannte Burger King eine Nachfolgerin für den zurückgetretenen Geschäftsführer. Diese war früher Senior Managerin für Qualitätskontrollen. In den kommenden Tagen soll außerdem ein neuer kaufmännischer Leiter für die Firma Yeeco gefunden werden. Das neue Team soll eng mit Burger King zusammenarbeiten, um sofortige und signifikante Veränderungen in den Yeeco-Restaurants zu bewirken. So heißt es in einer Pressemitteilung von Burger King. Schon vor der TV-Reportage befasste sich übrigens die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, kurz NGG, mit den Yeeco-Filialen. Kritisiert wurde, dass vereinbarte Löhne nicht gezahlt und Mitarbeitervertreter entlassen wurden. Damals wurde vermutet, dass Yeeco die Betriebsräte systematisch zerschlagen wolle, um schlechtere Arbeitsbedingungen einzuführen, damit Kosten gespart werden. Die NGG unterstützt derzeit zahlreiche Mitarbeiter in Arbeitsgerichtsprozessen. Jeder 15. der insgesamt 3000 Mitarbeiter liegt mit der Yeeco Holding im Rechtsstreit. Burger King hat durch den Skandal wirtschaftliche Verluste einstecken müssen und, was für die Fastfood-Kette noch schlimmer sein dürfte, einen großen Imageschaden erlitten. Werdet ihr auch weiterhin bei Burger King essen? Glaubt ihr, dass durch die Änderungen die Bedingungen in den Filialen besser werden? Eure Meinung in die Kommentare. Hier kommt ihr zu 2 weiteren schmackhaften Videos. Unter mir könnt ihr abonnieren. Unter mir kommt ihr zu Textkalibur. Und in der Videobeschreibung findet ihr weitere knusprige Social Media Links und den Link zu unserem Kanal. Das waren die Was geht ab Shorts und wir sind raus.